Ja, du warst gerade eben nicht dabei, weil meine Auspackung nicht so war. Das war nicht mein Gespräch. Mein Name ist Max, ich bin der Projektleiter von HighEnd und kümmere mich hauptsächlich um die Organisation von unserer Studentengruppe. Also heute haben wir unsere Rakete Kompass gestartet. Das ist die erste Rakete für uns jetzt als Team, die wir gestartet haben. Und ja, ich finde, es war natürlich doch ein guter Erfolg heute. Als erstes haben wir damit begonnen, dass wir die Startrampe aufstellen und das Betankungssystem dann auch daran fixieren und die Schläuche verbinden. Etwas später wurde dann tatsächlich die Lagerkiste der Rakete, in die sie auch hier hingekommen ist, geöffnet und die letzten finalen Checks durchgeführt und die Komponenten zusammengebaut. Genau, hier haben wir unseren kleinen Major Ted, das ist unser kleines Maskottchen, was heute auch mitgeflogen ist in Kompass, ganz oben in der Spitze, leider ohne Rausguckfenster. Ja, kurz vor dem Countdown ist man natürlich angespannt, aber es ging dann doch schneller, als ich erwartet habe. Sodass man dann nur noch mitzählt mit dem Countdown, hofft. Da denkt man, glaube ich, gar nicht mehr viel und ja, ist dann nur erlöst, wenn sie endlich losgeflogen ist. Das Triebwerk hat ziemlich sicher genauso funktioniert, wie es sollte. Also wir haben davor ja eine Simulation gemacht und uns überlegt, wie viel Lachgas in die Rakete getankt wird. Und das Ergebnis passt ziemlich gut von dem, was man gehört hat von der Flughöhe.
Die Rakete heute ist leider nicht an einem Stück runtergekommen, sondern ist in ein paar Teile zerbrochen, aber wir konnten trotzdem eine Landung an dem Vorfallschirm gewährleisten. Das ist schon mal ein guter Erfolg. Es lässt sich vermuten, dass er tatsächlich ein bisschen was von der Avionik gerettet hat, dadurch, dass er oben was gedämpft hat. Und eine SD-Karte ist dann auch noch hier im Hosenbein gesteckt. Die wäre vielleicht kaputt gegangen, wenn sie einfach so rumgeflogen wäre. Ich muss sagen, es war ein Erfolg, auch wenn manche Leute vielleicht was anderes sagen, weil die Rakete nicht an einem Stück runtergekommen ist. Aber man muss das Ganze so sehen, wir haben alle Daten, die für uns relevant sind. Es haben 95% von allem so funktioniert wie angedacht. Es war ein ziemlicher Erfolg heute. Und ich denke, dass wir da auf einem guten Weg sind, auch bezüglich der größeren Raketen.